Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem Land, in dem Kamele einen sehr, sehr hohen Wert hatten. Wie zum Beispiel im Oman oder in den Arabischen Emiraten. Da vererbte ein reicher Scheich seinen drei Söhnen eine Herde von 17 Kamelen. Und in seinem Testament, da legte der Scheich fest, mein ältester Sohn, der soll eine Hälfte bekommen. Mein zweitältester Sohn, der soll ein Drittel bekommen. Und mein jüngster Sohn, dem steht ein Neuntel zu. Aber, das hat er auch dazu geschrieben, es darf bei der Verteilung kein einziges meiner wertvollen Kamele zu Schaden kommen. Und die drei Söhne, die standen dann da mit ihren 17 Kamelen, hier seht ihr sie auch, und sie waren verzweifelt. Wie sollten sie 17 Kamele, ausgerechnet 17, also eine Primzahl an Kamelen, tatsächlich in eine Hälfte, ein Drittel und ein Neuntel zerlegen? Sie hatten einfach keine Chance, das hinzubekommen. Macht mal das Video auf Stopp und überlegt mal, wie sie das Ganze lösen könnten. Und dann verrate ich euch, wie die Geschichte überraschend zu Ende geht. Die Söhne, und das ist jetzt die Auflösung, die haben dann nämlich irgendwann angefangen, sich in die Haare zu kriegen. Und dann haben sie gestritten und laut geschrien. Und irgendwann kam mitten in diesen Streit eine ganz weise Frau reingeplatzt. Und die hat dann gefragt, was das Problem ist. Die Söhne haben es erklärt. Und die Frau hat gesagt, sie wüsste leider auch nicht, wie man das Problem lösen könnte. Weil ja ein Halb, ein Drittel und ein Neuntel irgendwie nicht mit 17 multipliziert was Ganzzahliges ergeben würde. Aber sie hat gesagt, ich schenke euch mein Kamel. Das brauche ich im Moment sowieso nicht. Und vielleicht klappt es ja, wenn ihr 18 Kamele habt. Und tada, da ist das 18. Kamel. Die Söhne haben überlegt und gesagt, okay, jetzt haben wir eins mehr, 18 Kamele. Ich, der Älteste, ich kriege eine Hälfte. Dann hat er sich hier die Hälfte der Kamele genommen. Die Hälfte von 18 ist 9. Der Zweite ist hingegangen und hat gesagt, ich kriege ein Drittel. Ein Drittel von 18 ist aber 6. Und dann kam der Jüngste und hat gesagt, ich bekomme ein Neuntel. Und ein Neuntel von 18 ist tatsächlich 2. Und dann haben sie sich angeguckt, gewundert und überlegt, dass ja irgendwie das eine Kamel, das die weise alte Frau dazugestellt hat, gar nicht nötig war. Das ist einfach übrig geblieben. Das haben sie dann der Frau wieder zurückgegeben, weil ihr Problem ja tatsächlich auch so gelöst war. Und der Vater offensichtlich eigentlich nur wollte, dass die drei Söhne sich mal zusammensetzen, gemeinsam überlegen und Probleme lösen. Ja, und für mehr solche schönen Kamelgeschichten, schaut doch mal hier rein. Ich habe ein paar Monate im Oman gelebt und da waren regelmäßig so Kamelrennen. Das habe ich hier mal dokumentiert. Beziehungsweise, wenn ihr Lust habt auf mehr Rätsel, dann schaut doch mal da oben in diese Playlist rein. Viel Spaß damit und bis bald. Ciao.